komischen Sphäre, die grabe ich gar nicht erst aus. Die juckt mich nicht. Ich guck mal, ob hier jetzt irgendwas Brauchbares ist. Wie das Fossil halt, wie gesagt. Oder wie allgemein die Fossilien. Das ist eine Herzschuppe. Alles ausgegraben, bis vor die Wand eingestürzt ist. Ich meine, letztendlich ist es egal, ob ich jetzt die Sphären da bekomme, aber es hat sich schon mal genommen. Also die Herzschuppe war okay. Mikro-Sphäre, Jahres-Sphäre und die noch eine weitere Indigo-Sphäre. So, dann habe ich das jetzt auch weg. Gut, dann machen wir uns mal hier runter, weil ich will diese zwei Grotten und die große vor allen Dingen nehmen. Wobei, wenn ich ehrlich bin, ich gucke jetzt erstmal in der großen nach. Ich da überhaupt hin. Sorry, dass ich jetzt gerade mal die Dinger da jetzt überblätter. So, da hoch, da lang, da runter. Die Sphäre will ich jetzt, die Orte will ich jetzt mitnehmen. Die Felsengrotte. Okay, natürlich, hier gibt es erstmal nur Gestein. Also derselbe Kram wie vorher. Auch. So. Gut. Ich will da nämlich mal hin. Ich will nämlich jetzt gerade. Erst gucke ich mir mal die komischen Sphären, diese komischen Ort hier an. Okay, Großkotte ist jetzt weiter. So. Und. Ich will hier diesen großen Ort mal haben. Vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ja, ist die Klippengrotte. Alles klar. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Ich dachte mir, jetzt gibt es endlich mal was Vernünftiges. Aber. Scheinbar. Ich habe auch ein Item. Oh! Oh! TM34 Schockwelle. Ja, wie gesagt, wir werden keine Elektro-Pokémon ziehen nehmen. Ausnahmsweise noch nicht. Mal, ob hier noch irgendwelche Items sind. Mitnehmen kann. Halt, und ich brauche nicht. So, gut. Dann hat sich das schon mal gelohnt. So viel zum Thema. Ja, eigentlich war alles anders geplant, was das Team betrifft. Alles war anders geplant und die Idee war alles anders dahinter. Ich hatte nämlich ein anderes Pokémon noch als Team kriegen können. Aber ich wollte eh schon überlegen, ich ein Boot-Pokémon drin sein, ein Pokémon zu nehmen. Ich habe auch überlegt, ein Geowatz, Stalos. Ja, alles in Ordnung. Wäre mal eine Idee gewesen. Aber jetzt gehe ich nochmal kurz hier buddeln. Und danach würde ich sagen, bevor wir mal nach Erz legen rüber. Da muss ich ja echt Glück haben, dass wir die Twist wieder so futzige Dinger sind. Ja, es kann halt alles drunter sein, ne? Wie gesagt, wie wir jetzt ein Fossil gefunden haben, es kann die Evolutionssteine sein. Es kann auch der größte Müll sein. Aber ja, das kann auch mal sein.
Und noch eine weitere Herzschuppen. Also mit Glück noch mal irgendwie was gekriegt. Aber diese Herzschuppen alleine schon, die bringen ein bisschen was. Weil man sich, glaube ich, da Dinge noch ertauschen kann für. So. Gut. Herzling. Ah ja, genau, an die Oberfläche. Ja. So. Gut. Gelohnt hat sich das schon. Auf jeden Fall. Jetzt muss ich noch ein bisschen gucken, wie wir noch die Karte gucken, wie wir nach den Erzählingen kommen. Und ich weiß, dass wir den Weg, den wir jetzt gekommen sind, quasi mehr oder weniger wieder zurück müssen. Wir müssen nämlich zur Route 207 zurück, da wo ich schon mal angefangen habe. Wir sind ja auf der Route. Es ist jetzt Gott sei Dank nicht allzu weit. Also. Ich will halt diese Folge noch irgendwie machen, bevor ich es jetzt irgendwie vergesse. Und dann können wir unser neues Teammitglied dann mehr oder weniger mitziehen. Und dann haben wir auch was gegen zum Beispiel Staravia. Ja, Staraptor dann später, was unser Rivalia hat. Hier links. Ja, stimmt, ich muss ja den ganzen Weg jetzt. Ich muss ja nicht den Kraterberg wieder zurück, ne? Ach, herzlich. Herzlich willkommen. Ja. Ich hab die Frauen fliegen noch nicht. Noch nicht. Die kriegen wir dann toi 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 nach dem nächsten Orden. Noch können wir sie noch nicht einsetzen. Ja, wie gesagt, erstmal dazu, glaube ich, den dritten Orden brauchen. So. Gut, dann gehen wir da hoch. Wieder auf der Route 207. Da, wo wir ja schon mal vor der drittletzten Folge waren. Aber wie gesagt, diesmal ist es nicht weit und ich erinnere mich gerade, deswegen habe ich auch noch nachgeguckt, wegen dem Kurfossil, weil ich mir nicht so sicher war. Was ist denn das jetzt genau? Aber wie gesagt, wenn einer Arena hat, diese Pokémon im Team hat. Kann es doch eigentlich nichts Schlimmes sein. So ist es richtig. Ich glaube, hier der war das. Ja, genau. Bitte. Ach, jetzt hat er was jetzt. Ich glaube, warte mal. Ich glaube, wir müssen nur raus und wieder rein und dann geht's eigentlich auch wieder. So war das zumindest bis jetzt, oder? Aha, perfekt. Jawohl. Herzlich willkommen zum Kognodon. Jetzt muss es nur noch männlich sein. Ist es auch. Okay, sehr gut. Ja, herzlich willkommen zum Team Kognodon. Ja, wir probieren es einfach aus. Das kann ja nicht schlimm sein. Gucken wir mal, was für Attacken wir haben. Tarnsteine. Dann nehmen wir Tarnsteine mal rein. Jetzt gerade mal, was wir so attacken können. Flöcke, Zerschneider, Höhner. Schockwelle. Schockwelle kann gucken, oder? Okay, was mit? Dann haben wir zumindest eine Elektroattacke. So, also auf jeden Fall hat sich der Untergrund jetzt schon mal gelohnt. Ich mache jetzt mich wieder zurück nach Richtung Route 209 auf.
Das geht jetzt top schnell. Wir sind gerade damit durch, dann geht es um die Route. Ich wollte mit Route 280 jetzt mal Schutz ein. Das ist gerade so ein bisschen. Danke. Nein, das glaube ich nicht. Ich hoffe, ich habe Schütze. Ja, hier. Ich hoffe, das geht jetzt. So. Die Stärke und Schütze ist sowieso immer das gleiche. Ich habe nur das Schrittgelände. Als Schrittanteil entscheidend ist das bei einem welches quasi mehr weniger. Ich muss mal wieder Schutz kaufen. So, gut. Ja, Leute. Also, Fakt ist, dass die Folge sich schon mal gelohnt hat. Ich habe jetzt tatsächlich mal random ein neues Teammitglied gekriegt. Es war auch nicht geplant. Ich war über mehrere Ideen. Ich habe überlegt über Grimbunkel, also Toxiquack. Ich habe überlegt über Skankapoo. Ich habe überlegt Pion Draghi, beziehungsweise Pion Draghi. Das war so. Stalos kam als Idee. Das war halt wirklich einfach nur noch die Wahl. Was nehmen wir denn als letztes? Das letzte Team in die steht faktisch fest. Und auch Traumagil war eine Idee als Psycho-Pokémon, wie soll sagen, als Geist-Pokémon. Und ja, aber wie gesagt, am Ende ist dann doch die Wahl auf Pokémon gefallen. Und ja, Fakt ist trotzdem schon mal gelohnt. Ich freue mich wieder, wenn ihr anschauen würdet in der nächsten Folge. Und dann geht es tatsächlich weiter mit Let's Play Pokémon Strahlender Diamant und ja, unserem Abenteuer in der weiteren Welt. Bis dahin und tschüss. Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Wir machen heute weiter. Und zwar machen wir weiter im Turm der Runden. Dort hier gibt es im VM zu bekommen. Und warte mal, ich sehe überhaupt eine Stücke bei mir. Das ist jetzt machen können. Scheiße. Ich war doch in letzter Folge noch in. Ja, Trost. Gut. Trost du. Alles klar. Trost du, gucken wir uns in der nächsten Folge an. Weiter machen wir den Turm der Runden. Aber ich brauche jetzt mal Schutz. Und zwar ohne Ende. Jetzt mal Trank. So, die Frage ist, was kriege ich denn dazu? Ich krieg mal einen scheiß Schutz raus. Naja, also so viel brauche ich jetzt nicht. Ich nehme jetzt mal 30 mit. Ich habe noch mal einen Hyperheiler. Nee, aber auch nicht, ne? So, Fitzerball. Nimm mal mit. Komm, was soll's. So. Gut. Ja, ich kann mal gucken, ob ich was verkaufen kann sogar. An Items, die ich nicht so wirklich brauche. Unter anderem wie diese ganze X-Kacke da. Brauche ich nicht im Spiel. Es mag Leute, die ich spielen, aber gerne, aber ich lasse es lieber. So, was haben wir denn hier Schönes? Gut. Also, sie hat kein Interesse an bestimmten Dingen bei mir.